Hallo, liebe Schüler. Ja, wir sind bei einem neuen Thema angelangt und da geht es mal wieder um Hölzchen. Also wir haben hier einen Zaun mit 1, 2, 3, 4 gleich langen Hölzchen. Das ist quasi das Element Nummer 1 und das hat 4 Hölzchen. Jetzt kommt quasi ein neues Element dazu. Aber wir brauchen jetzt natürlich keine 4 mehr, sondern wir haben jetzt 3 Hölzchen dazu getan. Das heißt, unser Element Nummer 2 hat einmal 7 Hölzchen. Element Nummer 3, da wo dann quasi das dritte zukommt, da kommen nochmal 3 dazu, sind dann 10 Hölzchen. Jetzt ist nur die Frage, was kommt beim vierten? Da sind es 13. Man merkt ja auch immer, es kommen immer noch 3 dazu. Und wie man die Rechnung dafür macht, ist eigentlich ganz einfach. Einmal 3 plus 1. Jetzt werdet ihr euch fragen, warum schreibt man nicht, das ist 4 und hier 4 plus 3 und hier 7 plus 3. Werden wir gleich sehen. Hier ist es 2 mal 3 plus 1. Hier ist es 3 mal 3 plus 1 und hier ist es 4 mal 3 plus 1. Woran liegt es? Dieses eine Element am Anfang, das steht quasi ja immer da. Also hier und hier und dann auch bei den anderen. Und es kommt beim ersten einmal 3 dazu. Beim zweiten kommen diese 3 und dann nochmal 3 dazu. Und beim dritten die 3 und die 3. Das heißt, es kommen einmal 3 plus das eine dazu. Hier sind es 2 mal 3 und das eine. Hier 3 mal 3 und das eine. Hier sind es dann natürlich beim vierten 4 mal 3 plus das eine. Wie könnte man das Ganze jetzt allgemein bestimmen? Wir müssen immer schauen, wo sind die Elemente in unserer Rechnung vertreten. Oder andersrum, wir versuchen eine Rechnung zu finden, wo die Elemente mit dabei sind. Ein Element, 1 mal 3. 2 Element, 2 mal 3. 3 Element, 3 mal 3 und 4 Elemente, 4 mal 3. Das heißt, wir können unsere Rechnung auch so schreiben. Statt dem Element setzen wir x. X steht dann also quasi für ein x-beliebiges Element. Wenn wir zum Beispiel dann wissen wollen, wie viel hat 100, wie viel Hölzchen hat das Element 100, dann wären das 3 mal 100 plus 1, also 301 Hölzchen. Und das können wir in einer Tabelle dann natürlich weitermachen. Das nennt man eine Termtabelle. Die Anzahl der Elemente steht oben und das wollen wir jetzt weiter bestimmen. 5 Elemente heißt doch 3 mal 5 plus 1 gibt 16. 6 Elemente heißt 3 mal 6 plus 1, also 19. 7 Elemente heißt 3 mal 7 plus 1. Und 8 ist dann natürlich auch 25, nämlich 3 mal 8 plus 1. Das nennt man eine sogenannte Termtabelle. So, und das ist das eigentlich Neue. Wir versuchen uns in dem Kapitel über Gleichungen und Ungleichungen zu unterhalten. Und das Erste, was wir hier kennengelernt haben, war Terme. Das haben wir ja aus der 5. Klasse noch kannt, wie man so einen Term aufstellt. Und das, was man einen Term ausmacht, er besteht aus einer sinnvollen Anordnung von Zahlen, Rechenzeichen und Variablen. Sinnvoll heißt, man kann das einfach als Rechnung erkennen. Da ist ein Rechenzeichen, da sind Zahlen 1 und 3 und es ist eine Variable dabei. Das ist hier lila markiert. Setzt man für die Variablen Werte aus der Grundmenge g ein, Grundmenge g wäre in dem Fall 5, 6 und 7 und 8, das sind also die Zahlen, die ich einsetzen wollte, dann erhalte ich Termwerte und die Termwerte ist das, was unten steht. Also, das, was ihr hier können müsst, ist, ein Term besteht aus einer sinnvollen Anordnung von Zahlen, Rechenzeichen, Mal und Plus in dem Fall und zum Beispiel einer Variablen x. Und wenn man dann aus einer Grundmenge Zahlen einsetzt, in dem Fall sind es die Zahlen 5, 6, 7, 8, die schreibe ich hier oben in die Tabelle rein, dann erhalte ich jeweils Werte und die nennt man Termwerte. Das war's dann auch schon. Das wäre jetzt in Heft abzuschreiben, zu lernen und zu verstehen.